Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über den Unterschied zwischen Persönlichkeit und Identität? Persönlichkeit, so glauben Gesichtleser, haben wir bereits bei der Geburt. Jedes Baby hat eine Persönlichkeit. Identität bauen wir uns auf. Sie kann uns aber auch geraubt werden. Mehr dazu jetzt gleich. Persönlichkeit für Gesichtleser ist etwas sehr Wichtiges, denn wir haben sie bereits bei der Geburt. Und mit der Persönlichkeit gehen ganz viele Merkmale einher, auch Talente. Die Talente sind der Schlüssel für unser Glück, für unsere Lebensaufgaben, für unsere Stärken, für unser Potenzial. Nach den Talenten zu leben, erleichtert uns das Leben. Gegen Talente zu leben, talentfrei zu leben, ist auch möglich, aber sehr anstrengend. Sehr interessant ist, dass wir uns im Laufe eines Lebens immer mehr einen Charakter zulegen. Der Charakter ist sozusagen ein Vehikel, ein Ventil, um verschiedene Dinge im Leben zu leben oder zu erreichen. Was ist das Ziel all dieses Charaktereinsatzes? Es ist die Identität, die wir uns schaffen oder geschaffen haben. Warum tun wir das? Warum brauchen wir eine Identität? Können Sie sich identifizieren? Ist zum Beispiel ein Satz, den man vielleicht zu hören bekommt. Oder mit was identifiziere ich mich? Wenn wir uns identifizieren mit etwas, setzen wir uns gleich mit etwas anderem. Wir suchen Gemeinsamkeiten. Wir suchen eine Gruppe. Wir suchen einen Ort, an dem andere so sind wie wir. Wir versuchen Themen zu finden, mit denen wir uns identifizieren können, weil wir uns sonst nicht spüren können. Aber eine Identität zu schaffen, hat noch gar nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Sie orientiert sich bereits an Geschaffenem, an dem, was andere vorgeben. Wenn wir in die sozialen Netzwerke schauen, sehen wir Identitäten, keine Persönlichkeiten. Zu lesen, dass jemand gerne tanzt und dass die Haarwelle links getragen wird und rechts und dass man gerne lächelt, wenn man fotografiert wird oder betrübt in die Ferne schaut, hat mehr mit Identität zu tun. Ich präsentiere mich in den sozialen Netzwerken. Ich möchte möglichst gewinnend, manchmal sogar möglichst verlierend aussehen, weil ich es mir so wünsche. Ich möchte meine Identität präsentieren. Ich möchte auch zeigen, mit wem ich mich identifiziere. Identitäten grenzen jedoch ab. Eine Persönlichkeit hat viele Facetten, sie hat viele Widersprüche und auf die Widersprüche von Persönlichkeiten möchte ich auch gerne mal an anderer Stelle eingehen, denn Widersprüche sind wichtig. Aber eine Identität hat wenig Widersprüche, wenn überhaupt. Eine Identität ist klar definiert und deshalb ist sie auch konstruiert. Würdest du jemandem glauben, der zu dir sagt, meine Identität ist diese? Nein, natürlich nicht, denn schon dieser Satz würde uns misstrauisch machen. Wenn du aber sagen würdest, das ist meine Persönlichkeit, dann wärst du hellhöriger. Die Identität ist ein Konstrukt. Sie lässt sich im Gesicht eher durch künstlerische Maßnahmen feststellen, vielleicht durch das passende Make-up oder die passende Frisur oder eine gekünstelte Mimik oder eine vorgetäuschte Körpersprache und Gestik. Die Persönlichkeit nimmt darauf nicht Rücksicht. Die Persönlichkeit präsentiert den Menschen so individuell, wie es nur geht. Eine Identität ist nicht per se schlecht, doch wir sollten uns im Hinterkopf behalten, sie deckt eben nur einen kleinen Teil der ganzen Persönlichkeit eines Menschen ab. Wer sich eine Identität in Social Media schaffen möchte, der darf das gerne tun. Mag sogar hilfreich sein. Alle anderen, die diese Identität sehen, sollten sich aber dessen bewusst sein, dass der Mensch, den man vor der Kamera sieht oder der Mensch, den man auf einem Foto sieht, in einer Rolle sich gerade befindet, eine Identität wiedergibt. Nicht unbedingt jetzt seine Persönlichkeit auslebt. Identität hilft uns also, uns im Alltag kennenzulernen, uns sicherer zu fühlen, uns mit einer Situation zu identifizieren. So kennen wir Grenzen, wir fühlen eine Gruppenzugehörigkeit, wir spüren eine Rolle. Persönlichkeit ist ein weites Land, Entwicklung, Größe, Talent. Sie ist allerdings nicht sehr griffig und festgelegt. Viele haben Angst, Sorge, fühlen sich unsicher vor diesem großen Angebot der Persönlichkeit. Ich will dir aber heute Mut machen. Schau dir deine Persönlichkeit an, deine Talente. Schau dir an, was dir Spaß bereitet
und versuche nicht immer, dich zu identifizieren mit anderen. Schau, was dich mit anderen verbindet. Das bringt dich ihnen näher, als sie nur zu kopieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Like, auch auf deinen Kommentar. Und abonniere meinen Kanal. Ich sehe dich.